Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute mit Fantastic Gymnastics oder auf Deutsch Rudi Reck. Was für ein cooler Name, aber auch. Viel einfacher. Ja, Rudi Reck ist auch cool, aber ich finde Fantastic Gymnastics einfach einen sehr, sehr coolen Namen. Geht runter mit Butter. Oder wie Fischöl. Omega Fettsäuren. Keine Ahnung. Heute werden wir die Gymnastic Challenge probieren. Ist ein echt schwieriges Spiel. Echt schwierig. Finde ich auch. Also es ist richtig schwierig. Ist von Hasbro Gaming. Geeignet für Kinder ab 8 Jahren. Und wir starten jetzt auch. Und dafür echt schwierig. Also es ist echt schwierig. Also wir haben mal eben ein bisschen probiert. Ne? Es ist relativ simpel. Wir müssen hier mit unserem Rudi, müssen wir versuchen, hier auf der Matte zu landen. Mhm. Und hier ist, was ist hier? Klettverschluss. Klettverschluss. Damit er hier auch drauf bleibt. Ob wir das überhaupt hinbekommen werden, wird echt schwierig. Wer weiß das schon. Weil wir es eben eigentlich schon gar nicht hinbekommen haben. Man munkelt, dass das heute nicht klappen wird. Aber es ist wirklich sehr, sehr cool und einer der abgefahrensten Spiele der letzten Wochen. Also, stimmt. So ein Spiel haben wir bisher noch nie gesehen. Okay, wer möchte starten? Du darfst anfangen. Ich darf starten, natürlich. So, also hier ist einmal so ein gelber Knopf, ne? Der holt der Anschwung. So. Oh, jetzt hat er gerade einen Überschlag gemacht. Ah. Und gleich muss Kahn mal abspringen. Das war eine Bruchlandung. Das war eine Bruchlandung. So, und hier sind auch Magneten dran. So, okay. Dann versucht man hier, und es gibt hier verschiedene Punkte, einmal 50, 100 und 25. Okay, ich halte das mal hier fest und zwackelt das mal. Ja. Na? Doch, eigentlich schon. Mach nochmal an und aus. Ja. Kaputt. Sind die Batterien dann voll? Ja. Wir haben herausgefunden, es liegt gar nicht an den Batterien. Nee, das sondern hier Rudi. An, hat keinen Bock. An Rudi. Der hat keine Lust heute. Vielleicht hat er auch gedopt, das kann natürlich auch sein. Doping. Ja. So. Im Leistungssport hier bei Spiel mit mir. Okay. So, es funktioniert. Los, Nina Reck. Ah, sieht gut aus. Ja. Nein, den Überschlag erst. Muss man den machen? Ja, jetzt sind die Magnete wieder. Rudi hat heute echt keine Lust. Keine Lust. Fantastic Gymnastics! Oh nein, ich werde wieder langsamer. Ja. Ich finde das so schwierig. Ah, jetzt bist du wieder am Anfang. Sehr gut, Nina. Wie lange hat man Zeit für so einen Ton? Ja, ich würde sagen, wir machen noch 30 Sekunden jetzt. Ab, genau. Guck mal, kann ich abspringen? Jetzt. 30 Sekunden hast du noch Zeit. Hast du gesehen? Ich hab schon gedrückt. Ja, sehr gut. Schade, schade. Das war mal richtig gut. Also ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass du, dass du hier gewinnst. Gib alles nicht, nur wenn ich mit dir spiele. Rudi. Nein, nein. Irgendwie will er nicht abspringen. Fällt bei mir immer auf den Kopf, Mensch. Bei mir fällt er immer auf den Kopf. Rudi Reck fällt. Also bin ich jetzt, ne? Versuch's mal. Ich finde das so schwierig, dieses Spiel. Aber es ist mega lustig. Ja. Ich finde es halt, weil es so schwierig ist, finde ich es echt gut. Und? Und? Ja! Oh. Oh. Also es ist heute schon Erfolg, wenn es einer von uns schafft. Wir sitzen hier noch bis morgen, bis Rudi einmal die perfekte Landung geschafft hat. Nee. Eigentlich muss er irgendwie so drauf kommen. So landen, genau. So, und dann hat er genau, unter seinen Füßen ist ja der Klettverschluss und auf der Matte ist auch Klettverschluss. Egal wie viele Punkte er sammelt, er hat genügend Punkte gesammelt. So, versuchen unser Glück. Weiter bei Rudi Reck. Fantastic Gymnastics. Deswegen hat er auch kein Gesicht, damit man ihn nicht irgendwie beleidigen kann oder sowas. Hä? Er ist rückwärts gemacht. Ja, cool. Kriegt er extra Punkte? Nein. Ring! Ich glaube, das muss ein bisschen schneller gehen, Nina. Mann, ich verstehe das nicht. Leute, helft mir. Kommt! kommt und helft mir. Kommt! Ich wohne in der. So, Nina. Ich gebe alles. Los, Rudi. Ich gebe dir noch. Oh, das ist gut. Ich brauche dir keine Zeit mehr geben. Du schaffst das schon. Oh Mann, der springt nicht ab. Ich würde dir auch empfehlen, irgendwie mit zwei Fingern zu arbeiten. Da musst du nicht erst gucken, dass du drauf drückst. Weil ich glaube, das nimmt dir schon wieder zu viel Zeit. So, du hast noch 20 Sekunden. Nein! Gib alles, Rudi, komm, komm! 15. Boah!
Wow, das war gar nicht so schlecht. Der ist viel zu weit geflogen und wieder mal nicht auf den Füßen gelandet. Der hier echt eine ganz magere Leistung. Mann! Er ist immer auf den Händen. Ich glaube, er hat schon mehrfach seine Hände gebrochen heute. Ja, mehrfach sogar. So. Komm schon. Du sollst versuchen, genau, wenn er nach vorne, ganz kurz dann immer antippen. Genau so. Ja! Ja. Mal hin. Okay, das ist wieder. Verbock! Mann! Ja, war zu langsam. Ich verstehe nicht, wann muss man denn diesen Knopf drücken? Am besten, wenn der gerade den Überschlag macht. Nein, so nicht. Na, nicht schlecht. Er macht auch noch so einen Salto, ne? Und dann muss er landen. Ich glaube, wir werden heute alle verlieren. Doch, wir werden es noch schaffen. Ich glaube daran. Ich hoffe nicht. Also ich hoffe nicht, dass du es schaffst. Mann, ey! Geht sein Arm? Ey, der hat schon mehrfach seinen Arm hier gebrochen. Dass er überhaupt darauf noch landen kann. Und hier am Reck überhaupt noch was schafft. Er hat ja keinen Mund, er würde sonst schreien. Ja, ich glaube auch. Vielleicht hört ihr das Schreien auch. Ich hab's gehört. So, Nina. Komm, wir müssen irgendwas schaffen. Wir müssen es auf jeden Fall heute schaffen. Muss er diesen Überschlag machen? Ja, weil sonst hat er halt nicht genügend Schwung. Komm. Komm, jetzt bin ich hier schon wieder. Nina. Bei mir dauert es mal extra. 30 Sekunden. Ja. Kann ich ihn anticken? Ja, eigentlich nicht, aber gut. Sei froh, dass wir nicht mit ekligen Bohnen spielen. Wieso? Du hast es auch noch nicht geschafft. Aber ich schaffe es nicht zumindest. Ich verstehe das nicht, Leute. Ich verstehe schon. Warum? 15 Sekunden. Oh Mann, setz dich voll unter Druck. Ich brauch den nicht unter Druck setzen. Das Ding setzt sich schon genügend unter Druck. Ah! Aber das, jedes Mal kommt bei dir auch danach immer so. Wie konnte das passieren? Wie geht das? So. Verstehe das nicht. Woher haben wir das so immer geschafft? Nee, nein. Ich habe das noch nie geschafft. Ich habe das schon im Unboxing nicht geschafft. Das ist ja gar nicht. Rudi Reckfee. So, ich gebe uns beiden jetzt noch zwei Versuche. Fantastic Körperklaus. Fantastic losen bis zum geht nicht mehr. So. Gib Schwung, gib alles! Ja! Dieses Spiel regt mich einfach nur noch auf. Das. Nein, das war nicht knapp. Du musst so ein gutes Timing haben dafür. So, ich würde sagen, letzter Versuch. Ja schon gemacht? Boah, ich glaube 4842 Mal. Glaube ich auch. Ungefähr. Vielleicht auch das 4843. Mal. Da kann sein, dass ich mich verzählt habe. Ja. Dann noch einmal wieder justieren. Vielleicht rutscht er auch immer ab. Die nehmen ja auch immer so Puder in die Hand, damit sie nicht abrutschen. Damit es schön rau wird. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Mina, ich schau mal wieder auf die Uhr. Das ist wie beim Schaukeln. Das kriegt man auch dabei auf eine Minute. Doch, eigentlich schon. Ich aber nicht. So. Diese Körperstarre mitten in der Luft so. Drücke und dann springt er nicht und beim zweiten Mal springt er erst ab. Jetzt will er gar nicht mehr. Doch, jetzt will er wieder. Rudi, ey. Das ist Rudi, Rudi, Rudi. Ah, wartet, wartet. 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 Ja! 100 Punkte, ich habe gewonnen. Leute. Es ist echt schwierig. Es ist echt mega schwierig. Aber ich finde, das ist so ein bisschen die Herausforderung an diesem Spiel. Es ist nicht das einfache. Sonst hat hier noch keiner geschafft. Wie lange sollen wir hier noch sitzen? Bis heute Abend. Aber wir haben auch irgendwie die falsche. Weißt du was? Ich versuche das Folgendes. Wir sind immer von da hinten abgesprungen. Es geht aber auch nicht anders. Sonst hat er doch gar keinen Schwung. Das funktioniert nicht. Doch, es funktioniert aber. Doch, nee, es funktioniert nicht. Schreibt in die Kommentare, ob ihr jemals das geschafft habt bei Fantastic Gymnastics. Hat ihr das Spiel schon gehabt? Wir hatten echte Lieferprobleme, ne? Ja. Jetzt! Ich glaube, so hätten wir das eigentlich die ganze Zeit machen müssen. Vielleicht braucht er auch viel mehr Schwung. Das ist falsch rum. Er muss mit dem Gesicht. Ach ja, sorry, sorry. Ja, richtig. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr dieses Spiel mal gespielt habt, ob euch das gelungen ist, hier Rudi richtig auf die Matte zu bringen. Dann wird schlecht. Rudi auch.
Keine Ahnung. Klappt nicht, Leute. Fantastic Gymnastics von Hasbro Gaming. Wir werden es auf jeden Fall nochmal zocken. Ja, also wir lassen uns nicht bei diesem einen Mal. Vielleicht und kriegen wir noch so den Kniff raus. Damit es beim nächsten Mal ein bisschen spannender wird, nehmen wir auf jeden Fall die ekligen Bohnen oder irgendwas anderes ekliges. Leute, wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gar nicht gefällt, wenn euch unsere Leistung heute gar nicht gefallen, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben geben. Überhaupt kein Problem. Aber habt ein bisschen Verständnis. Wir können nichts dafür. Doch, wir können schon was. Wir sind halt schlecht hier. Das müssen wir jetzt auch einfach mal einsehen. Ja, jetzt klappt's. Wir machen nicht nur schlechte Videos, sondern wir sind hier auch schlecht im Turn. Das wäre es jetzt gewesen. Perfekter Abschluss wär's. Leute! Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und auf das kleine Glöckchen zu drücken. Ja. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn wir was Neues für euch haben. Wir üben noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!